Hallo, herzlich willkommen. Heute holen wir uns einen Impuls aus dem Neurodings-Kartenset für den Juli 2021. Ich ziehe heute für dich eine Impulskarte für den Juli und habe die Bitte, dass du, während ich mische, dich einstimmst, so auf deine Themen, so auf die Frage, was brauche ich für den Juli, was ist ein wertvoller Impuls für mich. Du kannst dich entweder fokussieren auf ein bestimmtes Thema, auf eine bestimmte Frage in einem ganz bestimmten Lebensbereich, oder du hältst die Frage ganz offen, ganz frei und sagst, ja, ich bin gespannt auf einen Impuls für den Juli, was ist denn wichtig für mich? Die Karte ist gefunden. Ich zeige sie dir. Ich blende dir die Karte dann noch einmal groß ein. Und jetzt geht es einmal darum zu schauen, was siehst du in dieser Karte. Nimm dir jetzt mal Zeit, ich werde die Karte für dich drehen und du siehst dir einfach die Karte in Ruhe an, schaust, was du schon einmal entdecken kannst. Und ich werde danach gleich für dich eine Deutung machen. Auf der Karte ist unter anderem, je nachdem was du siehst, auch vor allem ein Segelschiff drauf. Und das Segelschiff gleitet am Meer dahin. Du kannst so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Stell dir vor, du bist am Segelschiff und überlegst dir, spürst hinein, ob das Segelschiff vor Anker ist, ob du aufbrechen möchtest, ob du gerade hereinkommst oder ob es so ist, dass das Seil, das da noch aufgezeichnet ist, dich aufhält, dich abhält, wirklich loszulassen, wirklich loszusegeln, dir deinen Hafen zu suchen. Du kannst dir die Frage stellen, ob du bereit bist, zu neuen Ufern aufzubrechen. Ist bei dir gerade Flaute oder hast du wirklich so Rückenwind? Du kannst dich fragen, ob du Schutz brauchst auf deiner Reise und wer oder was könnte dieser Schutz sein? Und was brauchst du grundsätzlich, damit du im Leben schön vorankommst? Die Karte hat ja die Überschrift Gleiten, also so durchs Leben gleiten. Und die Botschaft ist, setze dein Segel für mehr Rückenwind. Vielleicht brauchst du dein Segel nur etwas anders ausrichten. Manchmal haben wir ja so einen Plan, wir wollen in diese Richtung. Und vielleicht ist ja eine etwas andere Richtung noch viel besser. Vielleicht stellt sich das Segel dann so ein, dass wir Rückenwind bekommen. Das bedarf oft nur einer Kleinigkeit, einer Umstellung wieder in unserem Gehirn, in unseren Gedanken, sodass wir eine kleine Kurskorrektur vornehmen und schon geht's flott dahin, schon hast du Rückenwind. Diese Information kannst du dir mitnehmen für dein Thema, für deine Frage, für den Juli. Es würde mich sehr freuen, wenn du hier einen Kommentar schreibst, ob dir diese Legung weitergeholfen hat, was du an Erkenntnissen gehabt hast und vor allem auch, was siehst du auf diesem Bild. Das wäre spannend. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn du möchtest. Und bis dahin, viel Vergnügen mit Neurodings und mach dein Ding!